So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir waren auf der Suche nach dem Knabemalz, weil irgendjemand hat gesagt, bei denen im Netto gab es Knabemalz. Habe ich gar nicht gedacht, dass das sein kann. Ich dachte, das Zeug ist ausverkauft im Knabemalz-Shop beim Hand of Blood. Jetzt wurde ich losgeschickt, habe überall geguckt, in jedem Netto, Mining, Thema, Hibu, alles. Ich habe kein Knabemalz gefunden, ist halt nicht die richtige Region für Knabemalz. Aber ich habe was anderes gefunden, und zwar diese zwei neuen Sorten von Booster. Und die hat Sarina letztens gezeigt und gesagt, ah, hier, guck mal da. Und ich habe gedacht, hä, ist das denn? Kenne ich gar nicht. Das heißt, du gehst los wegen dem einen, findest das andere, aber auch nicht hier, sondern da. Musstest du bis nach Hibu fahren. Hier hast du nämlich einmal ein Apple Fig. Ich habe keine Ahnung, wieso. Apfelig, ne? Apple Fig, was soll das sein? Hier steht drauf: Energy Drink trifft Apple Fig Taste mit Booster Apple Fig, richtig durchstarten. Mit Apple, Apfel, Feigengeschmack. Apple und Fig. Fig ist Englisch für Feige, weil Apple ist Apfel, aber Fig ist Feige. Habe ich noch nie gehört. I fig you, ich feig dir eine, genau. Das ist auf jeden Fall eine neue Sorte. Booster, Apple Fig. Und die zweite Sorte, die ich auch noch nicht kenne, ist die Cherry Banana Kiba Edition. Die sieht wirklich sehr cool aus, die Dose. Ich muss sagen, hier so vom Design her, das, ja, die Farbkombination gefällt mir nicht. Das sieht aber gut aus. Kiba, also Kirschbananensaft, ist ja sowieso sehr bekannt. Viele Leute trinken den immer im Restaurant, wenn sie irgendwo essen gehen. Und diese sommerliche Edition. Hier wird Volleyball gespielt oder Handball oder Fußball mit dem Kopf. Hier sind Palmen drauf. Hier, das ist so richtig toll. Sieht aus wie die Sommer Edition vom V+. Weltdienst V+, Tutti Frutti. Nur, dass das Booster ist. Das fand ich cool. Und ja, ist halt Kirschbanane. Die möchte ich jetzt beide mal probieren. Ich weiß nicht, wie ich die beide hier reinhalten kann, dass man die schön sieht. Eigentlich muss ich das so machen und dann schräg und dann über die Nase und dann kriegt man das bestimmt hin. So, das muss für Thumbnail reichen, dass ihr unten auch mal den Booster-Schriftzug habt. Weil der ist ja hier nicht drauf. Hier ist ja kein Booster-Schriftzug. Der ist ja nur hier, ganz normal, Standard in der Mitte. Probieren wir erstmal Apple. Feige. Ich bin ein Apfelfreund. Ich mag Getränke, die nach Apfel schmecken. Wir nehmen einen Schluck so aus der Dose. Das Apfelartige kommt natürlich durch. Wirkt aber schon wieder wie saurer Apfel. Bitzelt auch sehr. Brennt auch ein bisschen. Für mich eigentlich unangenehm, gerade beim ersten Probieren, vom ersten Schluck. Und hinten hast du halt wahrscheinlich dann so das feige Tasting mit drin. Von der Farbe her seht ihr, es ist richtig schön Gold. Gold, brutal, heftig. Die Farbe, die knallt, wenn du das in einem Glas hast, sieht das aus wie was Hochwertiges, aber ist mir zu säuerlich, ist mir zu viel Kohlensäure drin, das bitzelt zu krass einfach. Also das ist eins, würde ich nicht nochmal kaufen. Dann lieber das schwarze Originale oder die Booster Cola, aber nicht die Real Booster Cola, sondern die normale. Das Booster Energy mit Cola-Geschmack halt, das fand ich immer gut. So, trinken wir den aus, probieren wir kurz Kiba. Weil wir am Ende beide Sorten ja auch wieder zusammen aus dem Ernesto-Glas chucken wollen. Das sieht so friedlich aus. Banane, beste. Kirsch bin ich eigentlich nicht so der Freund, aber bei Kirschbanane müssten wir jetzt vielleicht trotzdem eher eine sanfte Note haben und ich rechne hier auch mit einem rötlichen Ton. Jetzt aber erstmal die erste Probe. Banane sehr präsent, schmeckt irgendwie cremig, milchig, bisschen, kleiner Bananenshake, nicht so säuerlich, nicht so brutal, kratzt nicht so sehr im Hals, also finde ich tausendmal besser als diesen Apple Fig. Farbe ist rötlich, ja klar, die Tomate, wollte ich sagen, die Kirsche, die Kirsche, die färbt halt schön das ganze Glas, dass ihr eine schöne rote Kirschfarbe habt.
Also ist besser als der Apple, aber muss sagen, insgesamt, auch nach dem zweiten Schluck jetzt und so, ist mir das auch irgendwie trotzdem zu süß, zu viel. Mal einen kleinen Schluck, mal ganz bisschen genießen nebenbei hin und her. Ich brauche aber immer was, was ich mir einfach mit einmal reinzimmer, wie eine Dose Schwippschwapp oder so zur kompletten Erfrischung. Also, interessant, okay, wer es mag, vielleicht, wir füllen mal beides zusammen ein, diesen gelben und diesen roten Strahl gleichermaßen, dass wir hier ein schönes hellrot-rosa irgendwie so kreieren können. So, können das eigentlich, da ist ja nur überall Schaum drin, das heißt, ich kann das die ganze Dose einfüllen und hier auch, dass es beides einfach leer ist. Jetzt haben wir so was Oranges, Blutrotes gezaubert. Also, wie sieht es denn bei der Sarina aus? Du hast sie beide gehabt. Welches hat dir besser geschmeckt? Oder wie hat es dir überhaupt allgemein geschmeckt? Also, ah, mit dem Gegenlicht, ich geb's auf. Sind nicht meine Lieblingssorten, sag mal es nochmal so, wie es ist. Da fand ich das letztens mit dem Elderflower oder was da war, oder auch mit dem Juneberry. Nicht nur Gönnergy, auch Booster packt sich daran. Die fand ich auf Anhieb besser. Die hier sind mir trotzdem zu speziell, Banane besser, aber würde ich beide jetzt nicht unbedingt nochmal neu kaufen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Bisa und Vorhaut, euer Ramses. Ich bin immer noch erkältet, aber ich habe wieder Geschmack. Ist trotzdem immer schwer, so zu trinken. Guckt euch die Farbe nochmal an. Habe ich fast vergessen hier. Guckt euch die Farbe an. So sieht die Farbe aus. Richtig dickes, bauriges Glas. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Die Augen drehen. Ich sehe, das Glas ist richtig kalt. Die Augen drehen. Es brennt richtig im Hals, in der Speiseröhre. Zum Glück habe ich heute kein scharfes Tasting gemacht, sondern nur diese Süße, weil das kratzt so sehr. Nachgeschmack von beiden zusammengemischt geht absolut gar nicht. Also trink das nicht zusammen. Trink das nicht in so einer Menge, sondern Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Schreibt es rein, wenn ihr es kennt. Was ist euer Lieblingsbooster? Peace out. Ciao.